Das erste große EU-Land hat jetzt die beliebte Nachrichten-App Telegram gesperrt, und zwar landesweit. Und die Begründung dafür ist äußerst interessant. Kommt diese Telegram-Sperre jetzt auch in Deutschland? Alle Details in diesem Video. Erst vor kurzem hat unsere Bundesregierung das neue Antidemokratie-Förderungsgesetz erlassen, womit eine weitreichende Zensur von regierungskritischen Meinungen möglich ist. Und dazu kommt auch noch der Digital Service Act, welche die Sperre von ganzen Plattformen möglich macht. Und schon länger wird ja in unserer Regierung darüber diskutiert, dass man Sachen wie Telegram oder Twitter verbieten muss, weil sie regierungskritisch sind und deswegen müssen sie abgeschaltet werden. Der Merkur schrieb bereits 21, dort wird zur Gewalt aufgerufen. Ampelparteien fordern Telegram-Verbot. Grüne hadern. Ihr seht also, in Deutschland wird schon eine ganze Weile über ein Telegram-Verbot diskutiert und daher war es nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze umgesetzt wird. Aber jetzt ist uns ein anderes Land zuvor gekommen, und zwar Spanien. NTV schrieb, Spanien sperrt Telegram vorübergehend. Ja, nee, ist klar, vorübergehend. Aufgrund einer Klage spanischer Medienkonzerne soll Telegram landesweit ab kommender Woche vorübergehend gesperrt werden. Seit Jahren steht das Unternehmen in der Kritik, weil es sich weigert, seine Inhalte zu regulieren. Mehrere Regierungen erwägen deshalb eine Sperrung. Das oberste Gericht in Spanien hat eine vorübergehende Blockade des Nachrichtendienstes Telegram angeordnet. Hintergrund sind mehrere Klagen spanischer Medienunternehmen, welche sich über Urheberrechtsverletzungen beschwert haben. Da der Kurznachrichtendienst seinen Nutzer das unerlaubte Hochladen verschiedener Inhalte zugelassen habe. Richter Santiago Pedraz habe daraufhin entschieden, die Telegram-Dienste während der Untersuchung der Vorwürfe ab Montag zu blockieren. Für die einstweilige Telegram-Blockade seien die Mobilfunkanbieter zuständig. Eine Stellungnahme von Telegram oder oberstem Gericht lag zunächst nicht vor. So. Telegram wird also in komplett Spanien gesperrt wegen Urheberrechtsverletzungen. Ja, nee, ist klar. Also entweder stimmt das und Telegram verstößt wirklich gegen das Urheberrecht oder es ist nur ein Vorwand, um die regierungskritische Plattform zu sperren. Gehen wir mal beide Optionen durch und fangen mit den Urheberrechtsverletzungen an. Weil es ist ja weltweit bekannt, dass auf Telegram Videos, Filme und Musik hochgeladen werden, die natürlich urheberrechtlich geschützt sind. Aber hey, auf allen anderen Plattformen wird das auch gemacht. Das gleiche wird auf WhatsApp gemacht, auf Twitter, auf YouTube und so weiter. Aber offenbar sind die anderen Plattformen schneller und konsequenter beim Löschen dieser urheberrechtsgeschützten Inhalte und Telegram ignoriert das einfach. Und ja, Telegram ist wirklich grottenschlecht darin, die Gesetze durchzusetzen. Ich selber sehe das ja an meinem eigenen Telegram-Kanal. Wenn ihr zum Beispiel mal meinen Namen Alexander Raue bei Telegram eingibt, dann findet ihr dort 8 verschiedene Telegram-Gruppen mit meinem Bild, aber nur eine davon ist meine eigene und die anderen sind 7 Fake-Gruppen. Nur Alexander Raue-offiziell ist meine und alles andere ist Spam und Betrug. Wenn ihr also in den anderen Gruppen drin seid, dann meldet diese Gruppen und geht dort sofort raus. Ich selber habe diese anderen Gruppen schon mehrfach bei Telegram als Betrug gemeldet und erst 2 davon wurden gelöscht. Telegram reagiert einfach kaum. Also entweder fehlt es denen an Personal oder sie wollen sich wirklich nicht an die Gesetze halten und sich um Betrug kümmern. Und das, was natürlich ein großer Nachteil von Telegram ist, ist auf der anderen Seite aber auch der große Vorteil von Telegram, was diesen Nachrichtendienst ja so beliebt macht. Weil auf Telegram wird, wie gesagt, kaum zensiert, es wird kaum gelöscht und deswegen benutzen das ja so viele Leute. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Telegram, wie gesagt, diese urheberrechtlichen geschützten Inhalte nicht löscht, welche jetzt zu der Sperre in ganz Spanien führt. Weil allein Spanien hat ja 9 Millionen Telegram-Nutzer
und die Plattform will sich diese ganzen Nutzer sicherlich nicht entgehen lassen. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die diese Sachen, die jetzt von den Medienkonzernen da angeprangert werden, nicht einfach löschen. Das sollte doch ziemlich leicht für Telegram sein. Apollo News ergänzt, in Spanien wird der Messenger-Dienst Telegram abgeschaltet. Grund ist eine Anordnung des obersten Nationalgerichtes. Demnach soll Telegram nach Beschluss des Gerichts am Samstag in den nächsten Stunden oder höchstens 2 Tagen gesperrt werden. Spätestens am Montag ist Telegram für die Spanier also nicht mehr erreichbar. Derzeit kann Telegram wohl weitestgehend noch verwendet werden, vereinzelt wird aber schon jetzt über Sperrungen berichtet. Dabei liegt es in der Verantwortung der verschiedenen Mobilfunkanbieter, die Dienste von Telegram zu blockieren. Die Sperrung soll zunächst nur vorübergehend Wirkung entfalten. Wie lange die Abschaltung anhalten wird, ist allerdings unbekannt. Hintergrund dieses Vorgehens ist eine Klage der Fernseh- und Streaming-Firmen Mediaset, Adress Media und Movistar. Dem Messenger-Dienst Telegram wird vorgeworfen, urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne Genehmigung veröffentlicht zu haben. Das zuständige Gericht soll versucht haben, Vertreter von Telegram zu den Anschuldigungen zu befragen, jedoch keine Reaktion der Verantwortlichen bekommen. Richter Santiago Pedras habe aus diesem Grund die Vorläufige Sperrung des Nachrichtendienstes angeordnet. Also, offiziell redet man hier von einer Sperre ab Montag, aber bereits jetzt wird von den ersten Sperrungen berichtet. Außerdem sagt man, diese Sperrung sei nur vorübergehend. Allerdings kann das bis auf unbestimmte Zeit dauern. Also Telegram kann unendlich lang gesperrt werden, weil die wollen das ja sperren, bis dieser Fall vor Gericht geklärt wird. Aber wenn Telegram ja die Zusammenarbeit mit den Behörden weiter verweigert, so wie die Richter hier behaupten, dann ist diese Sperre ewig und wird nie wieder aufgehoben. Und deswegen haben wir jetzt, wie gesagt, offiziell das erste EU-Land, was Telegram komplett sperrt. Und ich kann mir schon richtig unsere linksgrünen Politiker in Deutschland vorstellen, wie sie jetzt vor Freude hüpfen und das Gleiche auch in Deutschland machen wollen. Ich meine, die können sich jetzt auf dieses Gerichtsurteil in Spanien berufen und einen gleichen Fall in Deutschland konstruieren und dann auch bei uns Telegram sperren lassen. Und das wäre natürlich der Super-GAU für alle freiheitsliebenden Menschen, die lieber Telegram als WhatsApp benutzen. Allerdings hat diese Sperre sowohl für die Richter als auch für die Politiker und die Nachrichtendienste einen riesengroßen Haken. Die Telegram-Sperre lässt sich nämlich kinderleicht umgehen. Diese Sperre ist nämlich bisher nur lokal in Spanien und deswegen sperren sie die App auch nur für Benutzer, die in Spanien sind, respektive sich aus Spanien einwählen. Eine weltweite Sperre von Telegram ist nicht möglich, weil es wird immer ein paar Länder auf der Welt geben, die bei dem ganzen Kram nicht mitmachen. Und deswegen kann man sich eine einfache VPN-App runterladen, die auf seinem Handy installieren und mit denen kann man dann die GPS-Daten seines Handys ändern. Und damit kann man sich mit VPN einfach über ein anderes Land einwählen und damit diese länderspezifischen Sperren, wie zum Beispiel hier in Spanien, umgehen. Und ich selber benutze auch VPN jeden Tag für meinen Netflix-Account. Ich habe ja einen deutschen Netflix-Account, kann aber die Sachen, die Filme hier in Costa Rica nicht sehen, weil Netflix ja auf Länder begrenzt ist. Also habe ich auch eine VPN-App installiert, um mich über einen deutschen Server einzuwählen und damit wieder auf meinen Netflix-Account zugreifen zu können, für den ich ja bezahle. Und nein, dieses VPN ist nicht illegal. Es ist komplett legal und kinderleicht. Die Leipziger Zeitung schreibt, grundsätzlich ist die Verwendung eines VPN in Deutschland legal. VPN sind eine legitime Technologie, die dazu dient, die Online-Privatsphäre zu schützen, die Internetverbindung zu sichern und auf geo-eingeschränkte Inhalte zuzugreifen. Viele Unternehmen benutzen VPN auch, um sichere Verbindungen für ihre Mitarbeiter zu gewährleisten. Die deutsche Regierung hat keine speziellen Gesetze erlassen, die die Nutzung von VPN verbietet oder stark einschränkt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Gesetze zur Internetnutzung und Kommunikation in Deutschland gelten. Dies bedeutet, dass die Nutzung eines VPN-Dienstes nicht dazu verwendet werden sollte, illegale Aktivitäten wie Urheberrechtsverletzung oder Cyberkriminalität zu unterstützen. Und genau das zeigt, dass diese Telegram-Sperre in Spanien vollkommen nutzlos ist, wenn man es wirklich darauf anlegt. Sicherlich wird Telegram dadurch den ein oder anderen Nutzer verlieren, aber die meisten werden sich einfach VPN installieren und Telegram weiter benutzen. Allerdings
Allerdings muss man beachten, dass man mit dieser VPN-App dann keine illegalen Sachen macht. Wenn man also jetzt zum Beispiel in Spanien VPN benutzt, um auf Telegram diese urheberrechtlich geschützten Inhalte zu schauen, dann ist das weiterhin illegal. Wenn ihr aber VPN nur benutzt, um eure Privatsphäre zu schützen oder die normalen Telegram-Nachrichten zu nutzen, dann ist das vollkommen legal und okay und dann kann damit die Sperre umgangen werden. Und wenn ihr findet, dass eure Freunde und Bekannte ebenfalls diese wichtigen Informationen haben sollten, dann teilt dieses Video gerne in allen sozialen Medien und lasst eure Freunde daran teilhaben.